Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, in den Hallen des Todes von Legend of Grimrock 2. Ja, viele Untote, viele verschnörkelte Gänge, komische Rätsel. Naja, wenn man es Rätsel nennen kann, unter und unter und über und über und über. Ja, fragt man sich echt. Genauso, was das hier unten sein soll. Die Brücke. Ich meine, hier unten ist nichts. Ich glaube auch nicht, dass es einfach was bringt, wenn ich auf der Brücke stehen bleibe. Nein, ich sehe nur Viehzeug dahinter. Okay, Brücke geht schon mal nicht auf. Da geht es wieder nach oben. Da wollen wir jedoch nicht hin. Wir wollen schon mal einen Eiszauber vorbereiten, sicherheitshalber. Da geht's lang. Stimmt. Dort ist der tolle Trollraum. Licht mal an, nochmal auffrischen. Manchmal mache ich zu viel Licht, manchmal vergesse ich's und merke, dass es dann dunkel wird. Das ist auch nicht so toll. So, hier können wir runter. Plattenhandschuhe haben wir schon über für sie. Hier sind wir direkt unterm blauen Kristall. Das ist auch eine tolle Kombination. Und dann wollen wir hier auch reingucken. Ja. Hier ist eine verschlossene Tür. Und hier ist ein Druckplattenrätsel. Und ich habe immer noch ein ungutes Gefühl, dass wenn die alle mal aus ihren Grabdingern da aufsteigen, dass irgendwas passiert. Da liegt eine Armbrust. Da liegt nichts drauf. Das hat schon mal nichts gemacht, oder? Nö. Kann ich da was drauflegen auf die Platten? Ja, kann ich. Okay, das ist ein Druckplattenrätsel. Mal wieder eins. Wer hat die Steine, du? Ich versuche jetzt einfach erst einmal einfach so aus. So. Die beiden Druckplatten sind nämlich auf dieser Seite nicht gedrückt. Auf der anderen Seite. Nein, da geht nichts auf. Okay. Wir haben hier noch ein paar Schuriken. Ich wollte nur eine. Nein, auch nicht. Okay, jetzt drücke ich mal dasselbe wie auf der anderen Seite. Und Violartür ist offen. Wenn ich hier die Armbrust wegnehme, geht die Tür zu. Okay, eine Armbrust. Macht die mehr Schaden? Die macht dezent mehr Schaden. 1,5 Sekunden länger. Hat aber keine Special-Attacke. Und braucht andere Muni. So. Probieren wir es einfach mal. Den Helm würde ich auch gerne noch mitnehmen. Für sie nachher, wenn sie dann auch mal schwere Rüstung benutzen kann. Es wäre schon schick, wenn sie ein bisschen mehr Protection hätte als das jetzt. Und das war alles in diesem Ding hier. Okay. Ich bräuchte noch einen Stein, glaube ich. Also, welche Druckplatten waren das? Diese hier? Und habe ich irgendwas, was ich noch loswerden könnte? Ach, da ist der Stein. So. Wäre das schon mal erledigt? Blauer Kristall ist wieder aktiv. Ja, wir haben eine Armbrust.
Ich finde die Fähigkeit mit dem Doppelschuss auch nicht so besonders toll vom Bogen, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, wenn ich tanzen muss. So, das bedeutet, der Raum ist abgeschlossen. Das war eine kleine Schatzkammer, war ganz nett. Ich hoffe mal, dass der abgeschlossen ist. Jetzt haben wir wirklich nur die Möglichkeit. Warum ist die Tür zu? Hä? Hier drüber zu gehen und keinen Schlüssel zu haben. Irgendwas sagt mir, der Schlüssel ist da unten. Ich höre hier auf jeden Fall was. Ich höre hier komische Geräusche. Ich sehe keinen Knopf bis jetzt. Und auch keinen Schlüssel. Und jetzt ist die Druckplatte wieder unten. Ja, dann wir doch mal die hier runter. Stehen wir genau vor dem Ding. Komisch. Also nein, ein Schlüssel. Ich habe auch keinen Schlüssel, oder? Nein, habe ich nicht. Da ist der Schlüssel. Aber wie mache ich dazu? Da ist der Schlüssel. Mich abseilen bringt nichts. Nee. Die Druckplatte hier auf der anderen Seite war zu. Oh, jetzt ist die hier zu. Ist immer noch die hier zu. Ich höre unten immer so ein komisches Ticken, als ob hier was läuft. Das ist aber auch nicht das Rätsels Lösung. Warum ist jetzt die zu? Ich kapiere es nicht ganz. Was passiert, wenn ich hier einfach mal runterkletter? Da ist immer noch die zu. Immer noch die zu. Ich weiß nicht, wie ich das weiter drehe. Immer noch. Das ist ein merkwürdiges Rätsel, aber ich krieg schon die Lösung noch raus. Ich nehme dann wir mal hier runter. So, jetzt bleibe ich mal kurz hier stehen. Auf jeden Fall ist etwas in diesem Ding. Ist immer noch das dazu.
mal dagegen hauen, das wird auch nichts bringen. Jetzt ist es eins weitergegangen. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Nein. Rasten wir mal kurz. Ich will mal die Zeit beschleunigen. Hey, Tatsache. Wow. Tarion verhungert. Das können wir beheben. Wir haben genug Fisch. Tarion hat wieder viel zu viele Kräuter. Okay, das ist ein zeitgesteuertes Ding. Richtet sich das nach der Stundenzeit? Licht geht aus. So. Ich weiß nicht, wie sieht man, wie weit 12 Uhr ist. Ah ja. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das Ding irgendwie zeitgesteuert ist, also sich nach der Uhrzeit richtet. Ich habe ein Secret gefunden. Ernsthaft, das war nur für ein Secret. Wow. Das war zu langsam. Bist du jetzt überladen? Nein, bist du nicht. Au. Au. So, sind jetzt alle fertig? Nein, nicht ganz. Hilfe. Da ist noch einer. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Blauer Kristall, komm her zu mir. Ich habe Bane gefunden. LP 073. Und unter mir ist das blöde Elementar. Jetzt gucke ich mir aber erstmal Bane an. Heavy Two-Handed Weapon. Guckt euch den Schaden an. Ah. Ist ja herrlich. So. Und ich habe auf jeden Fall mal, da sollte auf jeden Fall mal das Elementar da loswerden. Dieses Krach-Bumm-Elementar. Komm her. Ja. Ja, ouch. Und ich habe auf jeden Fall in diesem Ding da noch einen Golem rumtrampeln gehört. Ja. Hier sind die Elementare rausgekommen. Hier aus den Winkeln. Hi, Golem. Oh, sind sogar zwei von euch. Oh, und du solltest das Schild mal eintauschen. Was? Habe ich gerade den Golem getourhittet? Schlafen wir mal kurz, warten, dass da die Platte weiter wandert. Wo ist sie denn gerade? Da ist sie. Ups. Das war nichts. Will ich den zweiten Golem auch noch killen, wenn die auf einmal so leicht zu killen sind? Wow. Oder sie direkt vor meiner Nase spawnen. Hey, Kumpel. Du machst irgendwie null Schaden. So. Und noch einer. Wow. Irgendwas macht null Schaden. Naja, Frostattacke. Ja. Hi.
Teleporter ist keine gute Idee.